Die Zeichen der Liebe Jesu. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir betrachten heute diese Worte: In Kapharnaum lebt ein königlicher Beamter, dessen Sohn war krank. Der Beamte bat Jesus: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus erwiderte ihm: Geh, dein Sohn lebt. Bundespräsident Steinmeier bereitet Deutschland auf härtere Zeiten vor. Wir wissen noch nicht, was der Konflikt in der Ukraine mit sich bringen wird. Im Interview sagte eine Person aus der Ukraine: Wir leben nicht mehr, wir existieren nur noch. In dieser krisengeschüttelten Zeit, jetzt in der vierten Fastenwoche, betrachten wir Texte aus dem Johannesevangelium. Wir hören vom ersten großen Zeichen Jesu in Kana zu Galiläa, der Verwandlung von Wasser in Wein. Und nun geschieht genau dort, in Kana, das zweite große Zeichen. Ein königlicher Beamter macht sich 33 Kilometer auf den Weg zu Jesus, um die Heilung seines Sohnes zu erbitten. Pater Wundt sagt dazu: Jesus vollbringt dieses zweite Zeichen ohne viel Aufsehen, in aller Stille. Er zeigt damit seine Macht über das Leben an jedem Ort und zu jeder Zeit. Er sagt zum Vater des Kindes: Geh weiter auf deinem Glaubensweg und du wirst dein Kind vom Tode befreit sehen. Der Mann glaubt den Worten Jesu, er vertraut ihm. Sein Glaube brachte den Glauben seiner ganzen Familie hervor, trug in sich eine große Fruchtbarkeit. Ja, mit diesen Zeichen lädt Jesus uns ein, seine tiefe Liebe zu erfahren. Wenn wir sie verstehen, berühren sie uns tief, entfachen unser Verlangen und wir werden zu ihm hingezogen. Wir erfahren seine engen Bande mit dem Vater und werden ihn in seiner Herrlichkeit sehen, die er als Eingeborener vom Vater erhält. Und selbst wenn die Zeiten noch härter werden und wir auf manches Gewohnte verzichten müssen, wird Jesus mit seiner Liebe bei uns sein und uns in allen Nöten beistehen. Vom Blitz, Hagel und Ungewitter bewahre uns, o Herr. Vor Kriegen und Hungersnöten bewahre uns, o Herr. Vor einem plötzlichen und unvorgesehenen Tode bewahre uns, o Herr. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche und die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef und aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben, und setzt euch frei davon. Dem Namen Jesu trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen und Orten übertragen worden ist, und berge euch in den heiligen Bunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens. Und so segne, heile, stärke und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Durch einen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.